Vielen Dank für diese einführenden Worte. Ich glaube, die Titel lassen wir alles mal links liegen. Ich möchte in dem Sinne vor allem auch die Horizonte Ihrerseits erweitern und ein bisschen einen kleinen Einblick in meinen Alltag gewähren. Ich finde es nach wie vor sehr spannend. Mensch, Maschine, Interaktion, darum auch ein herzliches Dankeschön zurück für diese Möglichkeit. Aber bevor wir anfangen, frage ich gerne, wer fliegt von Ihnen? Okay. Wer hat mit der Medizin schon Erfahrung gemacht, abgesehen von den Medicals? Lassen wir mal außen vor. Wunderbar. Ich möchte in dem Sinne heute, in der nächsten Stunde, Ihnen mal vorstellen, was machen wir überhaupt bei uns beim Fliegerärztlichen Institut. Die meisten, die natürlich das nicht kennen, von Ihnen her, haben weniger Ahnung und darum ist es oft eigentlich eine Problematik, was ist überhaupt die Flugmedizin? Im Gesundheitswesen gibt es die gar nicht, geschweige denn ein Fähigkeitsausweis in der Schweiz gibt es auch nicht diesbezüglich, in Deutschland gibt es das. Ich möchte Ihnen ein paar Hints aus der Flugmedizin näher bringen. Natürlich, ich komme vom militärischen Bereich, darum, ich habe gedacht, Studenten, die wollen was ein bisschen von der Physik sehen oder auch ein bisschen verstehen. Und am Schluss Stress. Wer hat keinen Stress von mir? Also wenn man verheiratet ist, hat man Stress, hat man Stress. Wenn man Pilot ist, hat man auch Stress, wenn man arbeitet 100% auch, wenn man die Steuern nicht zahlbar. Ich werde meinen Vortrag so aufbauen, ich werde immer Videosequenzen wieder einbauen, da können Sie sich auch zurücklehnen. Ich werde am Schluss an dem Sinn auch Question und Answers zur Verfügung stehen und natürlich beim Apro auch dabei sein. Bevor wir aber anfangen, ein erstes Video. I'm going to go to the hospital.
Wer hat überhaupt schon mal einen Hexenschuss von Ihnen? Okay. Ihr wartet wenig. Aber das kommt noch. Hier schauen wir natürlich mit den Piloten zusammen, mit den Personen aus dem fliegenden Bereich, was haben wir, was können wir machen, und das Ziel ist es, dass es auch wieder zurückkommt. Darum auch die Betreuung und die Behandlung ist hier entscheidend. Kleine Anekdote, vielleicht wäre Kiff von Ihnen. Im Moment eine politische Riesendebatte. Diese ganze Konsumation von diesen stimulierenden, aufheitenden Substanzen ist definitiv ein No-Go, was auch immer die Politik sagt. Wenn jemand das angibt, machen wir die sogenannten Untersuchungen entgegen dem Willen des Angehörigen. Weil unser Auftrag ist, die Safety hochzuhalten. Und hier sehen Sie schon, wir haben gewisse Konflikte. Darum sind wir auch mit Beratung, Expertentätigkeiten dran. Wir sind vor allem auch Flugunfalluntersuchungen. Dort werden solche Sachen in dem Sinne untersucht, und wenn solche Substanzen nachweis oder nachgewiesen werden können, können Versicherungsleistungen eingefroren werden. Das ist vor allem für die Angehörigen sehr unangenehm. Wir sind auch dran, Ausrüstungen, Mensch, Maschine, das muss funktionieren, das muss angepasst sein. Ich kann nicht eine hochtechnologisierte Maschine hinkriegen und der Mensch kommt nicht mehr nach. Da habe ich auch ein Problem, da bringe ich das Zeug nicht mehr zu kriegen. Drum auch in der Flugsicherheitskommission, dort haben wir auch Tätigkeiten. Wir tun dran, in dem Sinne mit auch externen Experten zusammenarbeiten. Wir können nicht alles immer selber abdecken, da habe ich zu wenig Personal, das geht nicht. Darum haben wir auch sehr enge Zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Spezialisten aus dem Universitätsspital, in Zürich, in Bern, in Lausanne, um zum Beispiel auch Fragestellungen im G-Toleranzbereich, vestibulär, wie auch immer, beantworten zu können. Wir tun auch spezielle Schulungen auf in dem Sinne durchführen, die Pilotenschule, Fallschirmaufklärer. Wir versuchen natürlich auch den eigenen Nachwuchs zu fördern, sodass wir auch in der Schweiz her genug Fliegerärzte auch haben, und wir sind auch Training in der Flugphysiologie. Okay. Drum, Flugmedizin. Was habe ich hier in dem Sinne für spezifische Topics? Man muss sich jetzt mal vorstellen, vielleicht noch eine andere Frage zuerst, wer ist nicht geflogen in die Ferien? Keiner. Ich nehme an, Business Class werdet ihr noch nicht finanzieren. Man hockt ein bisschen hinten, wird vielleicht auch noch gesünder. Das ist eigentlich gut. Wir haben aber eine Flughöhe von ca. 2.500-3.000 Meter. Es kommt je nach Aircraft drauf an, kann auch ein bisschen tiefer sein. Ich habe ganz spezifische, auch als Passagier, spezifische Verhältnisse. Ich habe sehr trockene Luft. Ich habe je nach Flugdauer zunehmend ein Risiko, was draufkommt. Und ich habe einen Sauerstoffsättigungsabfall um die 90%. Was ist die normale Sauerstoffsättigung? 97%. Genau, 98% so in diesem Bereich. Warum ist das Ziel bei 90%? Das ist eigentlich ganz einfach, weil die ersten Sauerstoffmangelzeichen, die können unter 90% auftreten. Und wenn ich dann 6 Stunden einen Flug habe und ich habe gewisse Probleme und ich habe in dem Sinne auch einen Passagier, der an der Grenze ist, medizinisch gesehen, habe ich hier ein gewisses Risiko, was auffällt. Zudem, ich habe natürlich wenig Platz, wenig Bewegung, und wenn ich noch Alkohol an Bord habe, habe ich auch noch ein Risiko. Und das sind all die Faktoren, die langsam
eine Rolle oder in das Gesamtbild hineinkommen. Das ist unser Arbeitsumfeld in der zivilen Seite. Auf der militärischen habe ich noch ganz andere Verhältnisse. Die werde ich nachher nochmal speziell beleuchten. Mein Auftrag ist, die Leistungsfähigkeit des Menschen zu adressieren. Ich bringe jeden Menschen zu Boden. Das ist nur eine Frage der Zeit, des Inputs, der Reizüberflutung, der Ausgangslage. Es ist nur eine Frage, wann bricht der zusammen. Das ist die Frage. Dass ich am Schluss ein Pilot optimal performen kann, brauche ich eine Ausbildung. Ich lerne Procedures bis zum Träumen. Das muss funktionieren. Stressresistenz. Das können Sie gut beobachten, wenn Sie plötzlich irgendwo auf einem Notfallplatz stehen oder irgendwie in einem Restaurant, jemand macht einen epileptischen Anfall. Da können Sie bestens beobachten, wer stressresistent ist und wer nicht. Die, die nicht helfen, die sind es nicht. Sage ich jetzt plakativ. Müdigkeit. Im Laufe des Alters, wenn man jung ist, hat man noch viel Energie, Power, Nächte durcharbeiten, nächsten Tag Probe, dann 4 Uhr nachmittags klappt man zusammen. Alles selber auch gemacht, selbstverständlich, gehört dazu. Aber das sind kurze Peaks. Aber wenn man denn lang an einem Task arbeiten muss, lang über Jahre gewissen Output befähigen muss oder gewährleisten muss, kann das hier plötzlich eine potenzielle Stresssymptomatik sein. Kinder, wo es nicht schlecht geht oder wo es schlecht geht, Schwiegereltern, wo sterben und, können plötzlich ganz andere Sachen hier in diesen Topf hinein. Aktuell auch ganz typisch, ich meine, die Firmen stehen unter sehr ökonomischem Druck. Es muss geflogen werden, der Flieger muss raus, die nächste Crew muss da. Man hat kurze Standzeiten am Gate, es muss alles funktionieren. Gate-Gumme geht nicht an die Börse, es werden alkoholisierte Piloten in Stuttgart aus dem Cockpit genommen und. Das sind plötzlich Stressfaktoren. Arbeitsumgebung. Sehr auch entscheidend. Denn die kurze Peaks kann jeder oder sehr viele in dem Sinne gut überstehen, aber langfristig könnte das ein Problem sein. Burnout ist auch bekannt in der Mittelschweiz. Und darum auch die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Frage zurück: Kennt ihr eure Leistungsgrenzen? Wisst ihr, wann ihr in dem Sinne nicht mehr performt und selber auch den Stecker selber rausziehen müsst und euch zurückziehen müsst? Kurze Frage zurück. Dann Kultur. Bin ich eher in einem Konkurrenzumfeld? Der andere hat eine Panne gemacht. Super, jetzt ist mein Stage da. Jetzt kann ich vielleicht einen Karriereschritt machen. Habe ich eine Safety-Kultur in unserem Unternehmen oder nicht? Wir haben in der Schweiz große Defizite mit dem, im Gesundheitswesen noch und nöcher. Wir wollen in der Schweiz nicht lernen. Wenn jemand außerordentlich stirbt, kommt die Staatsanwalt mit Polizei und so weiter und so fort. Dann gibt es mal ein offizielles Verfahren und der Arzt, der je nachdem er zuständig ist, wird je nachdem potenziell schon in ein Verfahren reingenommen. Da hat plötzlich keiner Interesse, irgendetwas zu sagen. Geschweige denn, vom Staatsanwalt kriegt man keine Rückmeldung mehr. Ja, man hat kein Feedback mehr. Und der nächste Patient kommt mit der gleichen oder ähnlichen Situation. Wir haben keine Lernkultur. Das ist einfach blöd für den Patienten. Und das ist sehr schade. Da mangelt es bei uns an massiver Qualität und aktuell im Gesundheitswesen Diskussion, es wird nur über das Geld geredet, nie über die Qualität.
für uns, darum auch Medien sind sehr nahe, das ist für uns immer ein Horrorszenario. Haben wir etwas nicht gesehen? Haben wir etwas überdacht? Wo stehen wir? Haben wir etwas übersehen? Weil das wollen wir nicht, dass das passiert. Die sogenannte sudden incapacitation. Propheten sind wir nicht. Darum ist auch ganz wichtig, dass wir in dem Sinne ganz nahe mit den Piloten, mit dem fliegenden Personal auch arbeiten können. Kurz ein bisschen Statistik für die Passagiere auch. Wir vom Fliegerärztlichen Institut sind nicht für die Passagiere zuständig, sondern nur im Cockpit. Das häufigste sind Frauen kardiovaskuläre Geschichten und Bewusstseinsverlust. Das kennt jeder, ist ein Arzt an Bord. Ich habe immer das Pech, dass ich dann entweder muss zur Arbeit gehen oder in dem Sinne, ich bin froh, dass schon jemand gegangen ist. Aber wichtig ist es hier, auch Safety hochzuhalten. Drum, es gibt einen Unterschied zwischen Passagier und Pilot. Wir fokussieren uns auf diese Geschichte. Dass hier der Pilot die maximale Unterstützung kriegt, dass er auch hier in dem Sinne sein Aufgabenprofil, seine Unterstützung optimal kriegt, dass er seinen Task machen kann. Was auch hinten dran passiert, ist weiter. Bevor wir zum nächsten Video kommen, auch hier Grenzerfahrung, Hypoxie. Trotz aller Technik, Sauerstoff ist essentiell. Man hat Warnsysteme im Cockpit, mit dem Cabin Pressure, aber jedes System kann auch mal ausfallen. Kann in dem Sinne mal nicht funktionieren. Darum setzen wir in unserer Ausbildung die Piloten unter hypoxischen Expositionen, das heißt, sie müssen die Sauerstoffmangelzeichen selber kennen. Wir gehen dann, wir haben gehört, normale Sauerstoffsättigung 98%, wir gehen so weit runter bis 60%, muss wird an der Notfallstation, wenn jemand unter 90% ist, intubiert und auf die Intensivstation gekarrt. Drum, kurz Dysparismus-Test, wir machen eine graduelle Exposition, das werden wir nachher noch auf dem Video sehen, und nachher gehen wir kurz auf den Himalaya in die Höhe und schauen, was dort passiert. Kurze Frage, wie lange dauert es, bis ein Pilot hier im Durchschnitt auf 9000 Meter nicht mehr handlungsfähig ist? Nach diesem Ereignis hier bis da. Ich glaube, so etwa 12 Sekunden. 12 Sekunden? Wir können Motto spielen. 2 Minuten. Wie viel? 2 Minuten. 2 Minuten. Sagen wir 12 Sekunden, 2 Minuten. 3 bis 4. 3 bis 4. 12 Sekunden ist ein bisschen hart. Muss man schon Felix Baumgartner sein, so diese. 12 Sekunden, da hat man keine Chance mehr. Bis man das realisiert hat, ist man dann schon Knock-it-off fertig. Meine Erfahrung ist 1,5, maximal vielleicht 2 Minuten. Es gibt natürlich, es ist sehr individuell, extreme Leute, die auch nach 3 Minuten noch dort sind und ihren Task machen können. Ihr müsst aber sehen, das geht schnell. Was habe ich für Symptome? Herzklopfen. Der Körper fängt an zu kompensieren, der Puls geht hoch, der Ruhepuls war vorher vielleicht 70, nachher ist er 110. Einfach in Ruhe, im Büro. Ich habe Atemnot, ich habe Schwindel, Beklemmungsgefühle, die natürlich schon mit dem Herzen zu tun haben. Es kann durchaus sein, dass jemand einen Herzinfarkt dort erleidet. Das ist nicht das, was wir wollen. Wichtig ist aber natürlich, es gibt auch so ganz komische Phänomene. Ich habe Ameisen laufen an Orten, an normalen Orten, an anormalen Orten.
Wichtig ist natürlich am Schluss, man macht den Schirm zu. Es gibt Leute, die euphorisch werden, da haben wir auch ein bisschen Probleme damit, wenn man hart gescheit. Aber das wollen wir nicht. Wichtig ist die Entscheidungsfindigkeit, die Kritikfähigkeit, Urteilsfähigkeit nimmt ab. Das muss man praktisch mal erleben. Ich möchte euch aber das nicht vorenthalten, das ist alles auf YouTube auf. Aber ich nehme nicht an, dass das schon jemand gesehen hat. Darum genießt das mal praktisch. Mandy? Steve? Mandy, hi. Also, wo einfach so von außen betrachtet, sieht im Moment alles echt normal aus. Ich habe das Gefühl, es geht besser, wenn ich mich auf das konzentriere, sobald ich einfach umschaue, wie es schon ein bisschen ist. Ein leichtes Überkrankheitsgefühl. Ich denke, ich bin jetzt wieder gut in die Mitte zu. Ja, es ist sehr schwierig. Jetzt hast du uns erstmal Mühe, den Schreiber zu heben. Das Ich wirkt mega konzentriert und bei anderen überhaupt nicht. Das Ich könnte plötzlich ganz schnell auf. Nein. Aber es ist jetzt auch echt Asche. Also ich merke jetzt, dass das etwas kostet. Ja, das ist ein ja. Hast du aber keine Schmerzen oder Nein, ich habe Schmerzen. Ich merke, dass sich der Bauch aufbläht. Das Schwieriger ist zum Schimpfen. Andi, kannst du deine Adresse komplett aufschreiben? Name, Vorname, Nachname, Adresse, Postleitzahl, Stadt. Andi, hast du das gehört? Andi? Er hat mich gar nicht gehört. Ich hätte mir gedacht.
Ihr seht hier Grenzerfahrung. Wir sind uns da alle einig. Am Schluss, wenn das ein Pilot gewesen wäre, hätte er ein Flugzeug nicht mehr steuern können. Da sind wir uns einig. Und das sind immer am Schluss die heikle Phase ist dann, wenn er Sauerstoff bekommt. Unser Problem ist es als Instruktor, wir müssen Sauerstoff reinbringen, wenn er nicht mehr selber atmet, dann schauen wir von außen. Das nennt man eine Reanimation. Und dann, in dem Sinne, wenn er Sauerstoff kriegt, dann gehen die Gefäße auf, dann ist das der Körper nicht mehr im Notfallzustand, sondern juhe, jetzt kann ich loslassen. Das ist wie auf einem Schadensplatz. Die kritische Phase ist dann, wenn die Ambulanz kommt. Weil juhe, ich habe das Titata in dem Sinne gehört und die Patienten lassen dann los, dann wird es gefährlich. Und das sind auch dort, wo denn die meisten Leute in dem Sinne Adios haben. Sauerstoff, Grenzerfahrung, Beschleunigung. Jetzt komme ich natürlich aus dem militärischen Bereich. Wenn ihr in der zivilen Aviatik Beschleunigung in einem Airbus drin habt, dann ist was falsch. Außer Air France, leider. Wenn ihr natürlich in einem kleinen Piper-Ding Beschleunigung habt, Volta, vielleicht 1-2G, ist das eine Möglichkeit. Wir gehen natürlich den höheren Bereich hin. Ich habe die nächsten Slides auf Englisch. Ich glaube, das ist möglich hier. Die habe ich da reingebaut. Sonst kann ich die auch natürlich auch auf Deutsch übersetzen. Bei uns ein Jet-Militärpilot muss sehr viele Fähigkeiten haben. Und Beschleunigung kann ich in der Schweiz nur in der Luft oder im Ausland in einer Zentrifuge testen. Sonst nicht. Und ich habe dort spezifische Phänomene, die ich sonst in meinem normalen medizinischen Lehrbuch nicht habe. Hier haben wir selbstverständlich, da sind wir uns einig, keine Beschleunigungsprobleme gehabt. Das waren wir froh, wenn wir von A nach B kamen. Dann höchstens, wenn der Flieger auseinanderbrach, gab es andere Beschleunigungsverhältnisse. Aber dann haben wir auch ein Problem. Ein bisschen Formeln. Studenten, die wollen ja gerne Formeln sehen. Das könnt ihr hier in dem Sinne sehen. Was habe ich für eine Beschleunigung? Ich höre es, 1G, genau. Ich habe selber maximal 8,4G mal gehabt. Das war nicht nur so lustig. Da ging der Bildschirm schon langsam zu. Das sind hier die Beschleunigungskräfte. Wer fährt von Ihnen TÜV? Wenn man so schön mit 90 in der Kurve hinein, wie ist der Steuerrad? Es wird immer strenger, ja, dort muss man mehr Gas geben. Ja. Wenn ich in die Kurve hineingehe, gehe ich zuerst in die Kurve hinein. Aber wenn ich in der Kurve drin bin, wie halte ich das Steuer in die Kurve hinein oder aus der Kurve hinaus? Aus der Kurve. Aus der Kurve hinaus. Weil dann muss ich schon gegen die Physik arbeiten. Sonst bin ich nachher am Boden. Und wenn wir in dem Sinne von Beschleunigung reden, reden wir hauptsächlich aus diesem Bereich. Darum habe ich gedacht, wir werden jetzt ein bisschen in die Beschleunigung hineintauchen, dass ihr auch seht, was passiert dort. Ich habe ganz spezifische Phänomene von Beschleunigung. Ich habe lineare Beschleunigungen. Ich habe meine Zentrifugal, die radialen Beschleunigungen und ich habe Rotationsbeschleunigungen. Wir waren mal auf einem Flugzeugträger. Wer hat
Videos vom Flugzeugträger Take-Off gesehen? Okay. Habt ihr mal ins Cockpit hineingeguckt? Was passiert dort? Wo sind die Hände? Nicht am Steuerknüppel. Nicht am, genau. Lineare Beschleunigung. Wenn ich in einem Jet drin sitze, bei einem Take-Off, maximaler Brenner, schönes Gefühl. Was habe ich für ein Phänomen? Ich habe eine Illusion. Das heißt, mein Vertikalbild hat sich verschoben. Weil ich habe physikalische Kräfte in meinem Bo-Gleichgewichtsorgan, das mir nach hinten drückt. Gut, in Bayern, da habe ich Boden, da habe ich kein Wasser, auch wenn der Stick vorne runter geht. Gut, ich bin Passagier, ich habe sowieso nichts am Stick zu suchen. Dort kann ich nicht reinfunken. Aber ich habe solche Phänomene, die dort hineinkommen. Beschleunigung werden wir nachher noch machen, aber wenn ich auch Rotationsbewegung mache, je nach Geschwindigkeit, habe ich plötzlich ganz andere Phänomene auf meinem Bodenorgan. Und da kann es sehr schnell auch zu Illusionen kommen, haben wir leider auch schon Abstürze erlebt. Das sind die verschiedenen Achsen. Brems-, Beschleunigungs-, Seitwärts- und natürlich auch negative G und positive G. Das ist ein älteres Bild, aber das ist immer noch das gleiche Phänomen. Die Physik hat sich die letzten Jahrzehnte nicht verändert. Ich sehe natürlich zuerst ein Greyhound, mit der Zeit ein Tunnel. Da ist der Bildschirm los, der Zentralrechner ist aber noch am Funktionieren und hier ist Bewusstlosigkeit. Ich habe aber auch negative G. Und der Mensch hat auf dem Hirn sehr viele Varianten. Solche Leute, die natürlich einen Schlaganfall, eine Streifung hatten, die sitzen nicht mehr in ein Jet hinein. Oder solche Leute, die zum Beispiel kleine Blutschwämme im Kopf haben, die fliegen auch nicht mehr. Weil dann kann hier plötzlich die Sicherung hinausgedrückt werden. Bei ihrem Blut, dann nennt sich das. Und das ist sehr, sehr individuell, wie ich solche Sachen auch hier mich verhalte und in dem Sinne, wie ich auch hier durchgehe. Laterale Störung habe ich in der Kurve drin. Ich kann plötzlich auch in dem Sinne hier andere Phänomene hineinkommen. Es kann in dem Sinne auch eine Turbulenz geben, man wird auf die Seite gedrückt. Das muss halten, das muss funktionieren. Ganz wichtig, Beschleunigung ist eine Frage einerseits der Exposition, das ist die Fläche unter der Beschleunigungskurve. Die Höhe, die Richtung, die Dauer, wie viel G habe ich pro Mal, die ich hinkriege, die Onset Rate. Und natürlich die Dauer. Ich kann kurzfristig sehr viel G haben. Schon 2 Sekunden kann sehr lang andauernd sein. Aber alles, was länger ist, muss der Körper das halten. Wenn ich 7G habe und ich habe einen 70 Kilogramm schweren Piloten, wie viel Kilogramm muss er aushalten? Er ist 70 Kilogramm schwer. Wie schwer ist der Pilot oder was hat er zu halten? 490 Kilogramm, wunderbar, hervorragend. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Wirbelsäule muss plötzlich 490 Kilogramm haben. Das Herz wird runtergedrückt. Das Herz wird verformt. Es kann Rhythmusstörungen kommen. Ich muss meine Arme, ich muss meinen Stick noch bewegen, ich muss noch Gas geben, ich muss vielleicht noch bremsen, ich muss noch meine Pedale drücken können. Also
wenn Sie mal sehen wollen, wie Sie in 20 Jahren aussehen, müssen Sie die Zentrifuge, das hängt alles runter. Aber das sind nur die schönen Zeiteffekte. Drum, die Bewegungsfähigkeit ist anders. Ich muss dann noch atmen können, ich muss dann noch Sauerstoff in dieser Zeit in meine Lunge reinkriegen. Ich bin voll in der Muskelarbeit. Was ich hier sehe, bei unseren jungen Pilotenanwärtern, die Wirbelsäulequalität ist schlechter geworden über die letzten Jahrzehnte. Und das macht mir in Zukunft zunehmend Sorgen. Am Schluss, die Pumpe muss mein Hirn mit Blut versorgen. Das heißt, ich muss einen Blutdruck aufrechterhalten. Und hier könnt ihr schon sehen, wenn ich zum Beispiel einen Marathonläufer habe, der eine große Durchblutungsvolumenkapazität in den Beinen hat und eine G-Toleranz oder 7G stemmen muss, der muss noch doppelt so viel arbeiten, weil er zu viel Blut was in die Beine verliert. Am Schluss muss ich hier mein Blut haben. Und ihr habt gesehen, Sauerstoffmangel ist essentiell. Kann sehr entscheidend sein in der Funktion. Wer war im Europapark? Wer war auf dem Blue Fire? Nein, ich nicht. Geht doch schön am Anfang nach oben, nachher geht man ein bisschen nach unten, wird in den Sessel hineingedrückt, nachher kommt eine Kurve, ein schönes Plateau. Wer hat einen Tunnelblick? Wem ist der Bildschirm zugegangen? Initial waren die Berechnungen sehr hoch, sodass man hier fast eine sehr hohe Gilog-Rate hatte bei den Jungen. Das haben wir dann ein bisschen beim Blue Fire runtergedrückt, sodass sie hier in Normbereichen einkommen, dass sie auch am Schluss mit vollem Erleben und mit vollen Emotionen wieder zurückkommen. Das war auch eine Aufgabe für uns. Es war hochspannend, am Schluss waren die Ingenieure mehr zähneknirschend da, mussten die Kurve neu brechen. Wichtig ist es, auch hier sehen wir kurze, hohe Peaks, kann man sehr gut vertragen. Hier gibt es eine kurze Kurve, aber nachher, wenn man in ein Plateau hineinkommt, dann wird es echte, mühsame Arbeit. Wichtig ist es, man muss auch sehen, die ganzen Körperorgane, das verschiebt sich. Wie gesagt, das Herz wird nach unten gedrückt, die Muskeln müssen mehr arbeiten und am Schluss wollen wir, dass die Funktion aufrechterhalten wird. Der Mensch kann noch weit höher gehen, aber das sind wir schon sehr experimentell und das wollen wir eigentlich verhindern. Ich hatte mal in einem experimentellen Flugzeugversuch die Frage gestellt gekriegt mit einem negativen Gx. Wie viel G kann der Mensch vertragen, bis ihm irgendetwas auseinanderreißt? Ja, da kommt man in Schwitzen. Wir haben keine Erfahrung in diesem Bereich. Wichtig ist es, dass wir auch hier in dem Sinne Prävention angehen können, dass die Piloten, die solche Sachen auch bewerkstelligen müssen, optimale Grundvoraussetzungen haben. Darum auch hier, Muskelarbeit, die Sache muss halten. Am Schluss, das Ziel ist es, dass wir hier immer eine safe Aktion machen. Und darum kann auch bei uns ein Militärpilot nicht von sofort von 0 auf 100 gewisse Sachen bewerkstelligen, sondern wird auch sehr langsam daran hingeführt und man merkt auch, ein Körperumbau findet statt.
Schluss, die Gentoleranz ist ein Zusammenspiel von Gesundheit, individuellen Toleranzen. Die Blue Angels von Amerika, die fliegen ohne Anti-G-Hose 9G, das muss halten. Das kann ich nicht. Stressfaktoren und natürlich auch die physische, psychische Fitness, das muss zusammenhalten. Wichtig, jedes Medikament kann einen Einfluss haben. Darum auch jede extern zugeführte Substanz kann auch einen Einfluss haben. Und eine Unterzuckerung ist natürlich schlecht. Bei der zivilen Asiatik, da kann man Melk und Gabin holen und bringt dann einen Kaffee, vielleicht ein schönes Schöpferl. Und dann geht das wieder. Im militärischen Bereich ist das nicht möglich. Drum, auch hier, die Ausdauerfähigkeit ist ein entscheidender Faktor. Kleine Sache, Anti-G-Sud können nur 1 bis 1,5 G in dem Sinne ergeben werden. Dann die natürliche G-Toleranz, zum Beispiel 3,5 G, da sind wir schon bei knapp 5 G, und 2 G ist Restmuskelarbeit, dass man 7 G zum Beispiel performen kann. The G-Suit compresses the lower trunk and legs during acceleration to prevent the pooling of blood in these areas. The positive pressure breathing system and the vest that squeezes the upper trunk alleviate fatigue and thus help to maintain functional capability during G-stress. Drum wichtig, Genuss gehört zum Leben. Das ist so. Aber am Schluss, der Task, was aufgelegt wird, das, was man machen sollte, das muss auch bewerkstelligt werden können. Drum ist das immer bei uns ein Zusammenspiel zwischen Kraft, Ausdauer und natürlich auch von der Schnelligkeit her, dass man das bewerkstelligen kann. Wir sagen immer, überall in der Mitte moderate, but in dem Sinne fähig, dass man das hier bewerkstelligen kann. Ein Marathonläufer im Cockpit wollen wir nicht sehen. Er hat schlechte Grundvoraussetzungen. Aber ein Bürogummi wollen wir auch nicht sehen. Wo ist die Mitte? Und das ist nicht immer einfach. Den G-Bereich verlasse ich. Wie angekündigt, ein kurzes Video.
Das auch, war auch nicht immer so lustig, aber plötzlich im Cockpit hinten dran sieht von einem, der sitzt in einem Chat und nachher sagt, bevor jetzt fliegst du an und du setzt ihn auf. Keine Ahnung, wie das Flugzeug funktioniert und so weiter. Und also schon eine Grundahnung, aber man ist dann plötzlich sehr schnell in einem Stresskoller. Wie reagiert man unter solchen Sachen? Zeitdruck, in der Medizin ganz berühmt. Time is brain. Wenn jemand einen Hirnschlag hat, es muss funktionieren, wenn das Herz aufgehört hat zu schlagen, jede Sekunde zählt. Drum am Anfang Alarmzeit. Der Körper baut sich auf. Widerstand, jawohl, und dann irgendeinmal bricht man ab. Und das ist sehr individuell und sehr persönlich. Ich habe das selber auch mal erlebt, wenn man kurz selber in eine Reanimationssituation stellt, nicht in unsere Unterdruckkammer, aber plötzlich liegt einer am Boden, leblos, kein Puls, Gabi, Susi, was macht man, oder? Jawohl, man reanimiert. Da kommt die Ambulanz, man tut sich ablösen und, macht das 50 Minuten durch. Hab nie gedacht, was für Energie aus einem Körper hinauskommt. Aber nachher ist man müde. Das ist normal. Nachher kommt auch die Psyche. Warum kommt er nicht? Er ist nicht mehr gekommen. Warum schlägt das Herz nicht? Kommen Stressfaktoren dazu. Hat man etwas übersehen? Macht man etwas falsch? Muss weitermachen, weitermachen, weitermachen. Sonst stirbt er. Ist am Schluss gestorben. Und so Sachen, das kann passieren. Irgendwann, hier kommt die Erschöpfung. Es ist nur die Frage, wie tief fällt man und wann kommt man auch wieder. Darum lege ich euch ans Herz, schaut, wo ihr in dem Sinne auch eure Grenzen habt. Ihr werdet wahrscheinlich in solche Situationen kommen. Natürlich Reaktionsstress. Herzklopfen, Kreislauf, Adrenalin, kann aber auch in dem Sinne emotionale Reaktionen haben. Ich kann mich auch hier in dem Sinne plötzlich ganz anders reagieren, gereizt reagieren, kann gewisse Sachen ausschalten, etc. Natürlich auch hier die kognitiven Reaktionen sind wichtig. Der Mensch ist aber im Grundsatz eher zum Flüchten geneigt. Weg von der Situation, Hilfe, was mache ich hier? Und hier nachher die Stange halten, das ist großer Respekt. Und all die Sachen, die spielen sehr schnell von einem Moment auf den anderen. Am Schluss der Pilot, das fliegende Personal, sollte aber in solchen Situationen klaren Kopf behalten und in dem Sinne den Task weitermachen. Glukoseversorgung wird angeregt, drum Stressreaktion, wenn ich nichts im Bauch habe, da komme ich nicht durch, denn irgendeinmal breche ich zusammen, einfach, es geht nicht mehr. Natürlich, Blut geht alles sehr woanders hin, ja nicht in die, in dem Sinne Verdauung, kann aber hier auch Sachen plötzlich zum Vorschein kommen, was ich in der psychischen Seite, psychiatrischen Seite mal früher in dem Sinne erlebt habe. Ich hatte einen Pilot, Unterdruckkammer, sehr spannend, am Schluss völlig hypoxisch Bereich, da sind Sachen hervorgekommen, habe gedacht, uiui, was kommt denn hier noch alles hervor? Das sind aber Sachen, spannende Sachen. Auch Anästhesien, ganz typischerweise Propofol-Anästhesien, da kommen Tagträume, Nachtträume hervor. Keine Angst, das Anästhesiepersonal weiß, wie damit umzugehen ist. Wie gehe ich aber mit Stress um? Ein Tipp gebe ich euch mit. Zwei. Wenn ihr längere Stressphasen habt mit Angehörigen, Eltern, Steuerämtern, mit Behörden, wer auch immer, der Mensch versucht, Druck zu entlasten. Das kann man mit Substanzen machen, würde ich nicht. Sport wäre eine gute Sache. Schaut, dass ihr Freunde habt, wo ihr jederzeit anrufen könnt. Das habe ich.
ich auch zwischendurch, je nachdem, was man erlebt, wo man anrufen kann, jetzt brauche ich dich, du musst mir eine Stunde zurück. Man kann aber auch ins Gebet gehen, Natur. Schaut, dass ihr die Insel euch auch einbaut. Ganz wichtig, Ernährung ist noch ein Punkt. In der Schweiz, auch wenn wir ein gutes Gesundheitssystem noch haben, wir haben heutzutage gewisse Mangelerscheinungen in unserer Bevölkerung. Ich weiß noch nicht warum, ich bin nicht der Einzige, der das beobachtet. Mit unserer Ernährung stimmt was nicht, wir kriegen nicht genügend Substanzen zu uns. Wir haben sehr viele Vitamin B12-Mangel. Wir sind hier in einem Mangelgebiet, endemischen Mangelgebiet. Und das hat eine riesen Auswirkungen. Und darum auch wichtig, wenn ihr irgendwo eine Problematik feststellt, holt euch Hilfe, schaut, dass ihr jemanden habt, der euch unterstützen kann, der auch eine Problembewältigung durchführen kann. Das kann ein Psychologe sein, kann wer auch immer sein, so dass man auch in dem Sinne eine Verarbeitungsmöglichkeit hat, so dass wir eigentlich nicht eine seelische Narbe produzieren. Drum, in dem Sinne, Stress ist normal, Stress gehört zum Leben, zu viel Stress ist nicht gut, Stress ist persönlich. Mein Stress ist ein anderer als die meiner Frau, das wissen wir auch schon mittlerweile, gehört auch dazu in der Partnerschaft. Aber dass wir am Schluss auch miteinander reden können, dass wir auch in dem Sinne Unterstützung, Ausbildung kriegen, so dass man diesen Task bewältigen kann, der von einem gefordert ist.